Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Fail Minecraft. Ich war so doof und ich hatte wenig Leben und auch ich habe gegessen, also ich habe mir erstmal Brot gecraftet mit den restlichen Weizen und bin danach runtergesprungen und habe es nicht überlebt, weil ich das nicht machen konnte. Also ich bin ein bisschen daneben gelandet und bin gestorben und jetzt habe ich alle Level verloren. Naja, ich habe die ganze Farm dort gefarmt, geerntet und so weiter und habe jetzt wieder voll viel Essen. Naja. Die Rüstung wird bald kaputt sein. Jetzt brauchen wir Leder. Und ich habe schon eine Idee. Und die wäre, ihr wisst schon, ein paar Kühe spawnen. Natürlich. Denn das geht hier nicht weiter. Ich werde erstmal ein paar spawnen. Hier am Rand. Denn das geht nicht weiter. Ich finde bestimmt keine mehr. Das waren die einzigen, die es gab. So. Nein, G-Mode. Ne? Jetzt werde ich die Großen killen und die Kleinen da lassen. Okay, und die Kleinen lasse ich hier. Die machen genauso wie ich immer. Nachmacher. Die gucken auch die Digital 13, glaube ich. Und ich habe vergessen, das da wachsen zu lassen. Aber naja, nach diesem Fail hier, wo ich genau auf diesem Block gelandet bin. No Bock hochzugehen. So, dann erstmal das. Eigentlich wollte ich Ofenkartoffeln machen, aber das wird auch bringen. Und ich glaube, ihr hört gerade einen Hund. Und ich werde ihn gleich anschreien, wenn er so weitermacht. Ja, nicht du. Ja, der macht auch hier, jetzt beim Spiel. Ja, ich muss auch genau das andersherum machen. Klappe halten! Ich hab keinen Bock jetzt, ihn anzuschreien. Oder sie! Und ich gebe mir mal wieder die XPs, die ich hatte. Denn, naja. Sowas Doofes kann auch nur ich machen. Wie viel hatte ich? 16, oder? 18 habe ich jetzt, egal. Ich glaube, ich hatte 18 oder 19. Egal, ihr kennt mich doch. Cheater! E-Balls. So. Wenn ich jetzt gestorben wäre. Habe ich hier wieder gestreamt? Strip Mind auf DJ Art. Ich glaube nicht. Da kommt da noch ein Teil hin. Und ja, 14 Level. Hä? Was war das? Passiert mir öfters. Und ich bin auch immer noch am überlegen, was ich als nächstes für ein Projekt mache. Nach NFS Carbon. Also ich bin noch am überlegen, wenn im Sommer InfoSpeed Underground 2 kommt. 3. 2 gab es nämlich schon. Kommt, dann werde ich das Let's Playen. Oder vielleicht auch SimCity mit Mark und so. Wenzel. Da Mark sich auch irgendwann mal ein Ding ins holt. So, die Tierspitzhacke entscharten. Man kann die doch immer mal wieder zurück entscharten und so weiter. Dias habe ich eigentlich genug. Falls sie jetzt vielleicht scheiße wird. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, die wird Efficiency 3 oder so bekommen. 2, egal. Ist auch schnell genug, glaube ich. Wie schnell ist das eigentlich? Habe ich noch nie gesehen. Was für einen Unterschied das eigentlich macht.
Und hier unten sind irgendwo noch Dias. Habe ich letztens mal. Ihr wisst schon, so wie ich auch den Minenschacht gesehen habe. Oh. Die muss auch rumschreien. Oder sie. Ja, genau so muss sie machen. Gleich wird sie genau so machen, wenn ich runtergehe. Ja, genau. Ist doch Nacht. So. So, dann erstmal in die Monsterfalle. Und die XP-Farm. Das Lager werde ich auch irgendwann mal weiterbauen, wenn ich Bock habe. Aber ich will auch nicht zu viel machen. Ich glaube, die funktioniert nur, wenn ich in der Nähe bin. Scheiße. Okay, so weit bin ich eigentlich auch nicht, aber. Das sieht doch irgendwie lustig aus, das Ding. So, das kommt da rein. Und das kommt da rein. Habe ich Sand? Ja, genug. Gunpowder auch. Dann kann ich mir mal wieder so etwas machen. Der habe ich wieder. Also gehen wir jetzt die Expert Farm. Das ein paar Jahre dauern wird. Ein paar Jahre, ja. Die Monsterfall könnte ich auch irgendwann mal umgestalten. Denn die funktioniert, glaube ich, 1000-mal besser als XP Farm. Diese Version, wenn ich da auch noch dreifach gestapelt habe oder so. So, also muss ich geradeaus. Eins, zwei, drei überspringen. Nein, beim dritten abbiegen. Runter. Wow, lag. Und dann bin ich da. Ha, hier ist das Ding schon. Das muss ich auch noch ein bisschen ändern. Mal sehen, wie ich das mache. Damit hier auch nichts durchkommt, mache ich erstmal so. Und so. Und hier mache ich mal so einen Gang. Mag ich natürlich. Deswegen mache ich das. Denn eigentlich will ich den Minenschacht nicht auseinandernehmen, so wie bei Let's Build Together. Jetzt nichts mehr.
So. Ja, und von hinten kann ich eh nicht. Ja. Und wenn ich jetzt noch eine Tür mache aus Eisen mit einem Knopf. Also zwei Knöpfe natürlich. Wie soll ich die sonst öffnen? Vielleicht mache ich auch drei. Oder 4 oder 5 oder 6 oder 7530 Knöpfe. So, die kommt hier hin. Der eine Knopf kommt dahin. Der andere Knopf dahin. Okay, sieht ein bisschen fehl aus. Noch ein Holz, also könnte ich. Wow. Ja, man darf hier nicht laufen in Minenschächten. Man muss immer langsam, man nicht. Ja, und ich könnte die noch ein bisschen ändern. Level ich mal schön bis zu Level 30 und wir sehen uns gleich. So, ich habe nun ein bisschen die Monsterfalle geändert. Ich bin mal kurz im Krieger gewesen. Aber ich habe eigentlich richtig gelevelt. Ich musste die 1 nach oben versetzen und ich habe da oben noch was geändert. Kann ich euch mal kurz zeigen. Weil sich vielleicht ein paar interessieren. Also letztens hatte ich ja hier einen Block runter gemacht. Und danach sind die halt erstmal da irgendwo stecken geblieben. Aber jetzt fallen die sofort runter. Und das, weil die danach gestorben sind, musste ich das andere da unten noch eins höher machen. Dann packe ich dort noch einen Stein hin. Und auch. Ja, sonst ist aber eigentlich nichts neu. Ja, dann könnte ich eigentlich das hier auch noch aus Stein machen. Da natürlich auch. Okay, und jetzt, wo ich die Level habe, kann ich eigentlich wieder weg. Und da ich mich kenne, musste ich natürlich dieses Ding hier bauen. Leck. Naja, ich werde auch nicht so oft hier hinkommen. Früher ging es auch einfach mit G-Mode, aber jetzt, wo es auch Adventure-Mode gibt, geht's nicht mehr. Ja, ja. Verbrennt. Man kann es nur von nahe hören. Ah, und ich dachte schon, was dann passiert. So. Also nehme ich jetzt mal das Tierschwert. Ja.
Okay, so viel Zucker brauche ich auch nicht dort zu haben. Oh, jetzt habe ich eins mehr. Ja, das lasse ich mal dort. Dauert ja Ewigkeiten, bis es wächst. Ich nehme mal alles. So, 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 so und so. Ah nein, ich brauchte nicht so viel. Ah, ja, ich muss auch natürlich das Bücherregal reinpacken. Eigentlich wäre es besser, das Buch zu verzaubern. Aber da bekommt man manchmal nicht das, was man halt will. Man bekommt immer alles, was dann halt möglich ist, zu bekommen. Schärfe 2. Neu enchanten kann ich das Schwert natürlich jetzt nicht mehr. Ich kann es nur noch mit einem Armboss mit Büchern machen. Wo auch ein Bug ist, wo man halt... wo bin ich hin? Man kann es nur auf Englisch machen. Egal. Yeah, ich bin jetzt cool. Ich habe ein Dia-Schwert. Und Dia-Schuhe muss ich mir auch noch machen. Das Wichtigste, glaube ich. Mit dem Ding, dass ich... bei der nächsten Folge machen wir da. Da brauche ich aber immer TNT mit mir haben. So viel davon brauche ich auch nicht. Und das andere? Benutze ich das mal ein bisschen. Ah, die Hunde sind vielleicht hungrig. Zwei brauche ich aber dann nur noch. Und das reicht gleich. Ich habe es wieder versaut. Oh. Wo ist der Kleine? Ist groß geworden, wie schnell die Zeit vergeht. Naja, okay. Okay, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, Leute. Ciao!